Mein erstes Tier war Reh, das weiß ich noch, war im Winter im Schnee bei einem Kollegen. Die Aufregung vor dem Schuss ist ganz enorm, wir nehmen das Jagdfieber, da schiedelt es aber richtig durch. Und wenn wir dann wollen, wäre ich dann drauf und schieße. Und das liegt dann tatsächlich, hat keine Leiter gehabt und ist sofort tot, dann ist das auch innerliche Befriedigung. Unschuldige Tiere töten, das kann man auf alles beziehen. Warum schlachten wir eine Kuh oder schlachten eine Sau? Ich finde, Wild ist ein sehr gesundes Lebensmittel. Das wächst gesund auf, hat null Antibiotika und stirbt, möchte mal sagen, glücklicher Tod, weil es gar nichts mitkriegt. Also mir macht die Jagd einfach Spaß. Die Aufgabe als Förster sind sehr vielfältig. Es geht in erster Linie also mehr Richtung Management wie praktisches Arbeiten. 90% bin ich allein unterwegs. Der Rest mit Waldarbeit, Unternehmer oder wann eher Besprechungen sind intern mit der Stadt. Dieses Jahr bei der extremen Hitze und Trockenheit geht aus einem Beukäfer gute Mol 5 bis 6 Millionen Dollar. Es gibt verschiedene Beukäfer, es gibt für die Kiefer, für die Lärche, für die Fichte. Wenn überwiegend der Buchdrucker, das ist der große Fichtebeukäfer, die gibt es schon immer. Die machen auch jedes Jahr ein bisschen Schaden, aber minimal, ist also meist unbedeutend, aber dieses Jahr enorm, weil die eben den Saftstrom durch die Massenvermehrungen den Saftstrom abbrechen lassen von der Fichte und dadurch kriegen die rote Nadel, schmeißen ab und Rinde fallen ab, ist also Holz, das dringend gekauft werden muss und weniger Geld bringt. Ich bin Förster war eigentlich aus Zufall. Ich habe meine Ausbildung zum Förster 75 angefangen und war dann 80 nach 5 Jahren fertig. Ich bin in meiner Werkstatt eigentlich mindestens jeden zweiten Tag, wenn es jetzt auf der Weihnachtsmarkt losgeht. Jeden Tag bis oben 10, 11, 12, je nachdem. Holz ist im Gegensatz zu anderen Materialien einfach warm, lebendig, strukturell total verschieden. Du kannst also eine Brettenhand nehmen und jedes ist anders. Und dementsprechend gibt es auch für mich dann verschiedene Verarbeitungsformen. Also jetzt schon für mein Leben gern und ich fahre die Stunde runter, einfach weil ich das für mein Leben braucht. Und das ist eins mit den grundlegenden Sachen von meinem Leben. Wollte schon ein paar Mal aufhören wegen zig Verletzungen, aber ich habe es nie gepackt aufzuhören. Und dann ist halt die Kameradschaft, ist halt nach wie vor groß und das macht Spaß. So, alle Blumen und so wieder. Ich turne seit 7er bin. Ich turn immer, je nachdem, was gerade aufgebaut ist, wenn ich ins Training gehe, aber ich mache halt für mein Leben gerne Bodenturnen. Ich habe beim Turnen den Knöchel gebrochen vor 4 Jahren. Ich habe mir beide Supraspinale-Sehne, die Schulter rausgerissen, ich habe das Eggeling gesprengt, ich habe Schulterkapsel gerissen, ich habe schon alles gehabt. Mein größter Erfolg war
eigentlich deutsche Turnfest in Berlin, ich glaube, das war 2002, da war ich Zweiter beim Deutschlandpokal in der Kür Senioren. Ich war jetzt dieses Jahr baden-württembergischer Seniorenmeister in meiner Altersklasse, war vorher schon badischer Meister und badischer Vizemeister und war dieses Jahr mit der badischen Auswahlgruppe bei der Deutschen Meisterschaft der Landesturnverbände, sind wir Zweiter geworden. Also, es geht eigentlich. Also mit der Besenwirtschaft, die irgendwann einmal aus einer Schnapsidee geboren war, ich mit der Nachbarschaft. Und hin eigentlich klein angefangen mit der Garage. Ich habe den Wein mitgebracht für meine Eltern, der Nachbar hat die Salzschlacht, hat das Fleisch gebracht. Und dann mit ganz einem Haufen Freunden haben wir dann das bewerkstelligt auf einfachste Verhältnisse, mit dem Zustand von heute nicht mehr denkbar. Aber es hat Spaß gemacht und der Erfolg ganz nach und nach recht gegeben. Bei Frau macht eigentlich alles. Die ganze Vorbereitungen, der Einkauf, die Koordination mit den Bediensteten. Ich bin eigentlich, die Zeit da gar nicht dazu. Ich bin eigentlich nur der Ofen zu bedienen, die Buchhaltung, Kasse, alles, was da mit der Schreibtischgruß zusammenhängt, das ist dann alles. Ja, ich mache eigentlich schon viel Verschiedenes, vom Turner, Jagd und Blöse, Besenwirtschaft, Jäger, Förster. Trotz allem, was ich mache, muss ich sagen, ist mir der Wald eigentlich das Wichtigste, neben meiner Familie.